Die internationale Springprüfung, gerichtet mit einmaligen Stechen um den Sieg, das nicht notwendig war, gewinnt mit einer fehlerfreien Runde, mit der einzigen fehlerfreien Runde im Umlauf in 69,1 Sekunden das Finale, das Weltfinale des European Youngster Cups 2016, der 11-jährige Holsteiner Hengst Kiwi Dream, geritten von Pia Reich, Deutschland. Christian Blettenberg hat gesagt, die großartige Pia Reich. Und ich habe einen hochgeschätzten Freund, der hat mir schon vor Monaten gesagt, Tommy, pass auf, da kommt eine junge Dame, die ist ein Ausnahmetalent. Und heute hat sie gleich drei Herren glücklich gemacht. Zum einen ihren Arbeitgeber Hans Brendlin, den Sponsorin Paul Bücheler und natürlich ihren Ausbilder Hans-Dieter Dreher. Pia, Ausnahmehengst Kiwi Dream, nicht nur hier im Parcours sensationell, sondern auch als Vererber hat er sich gerade in diesem Jahr super in Szene gesetzt. Also ein Erfolg auf allen Ebenen. Ja, ich kann es kaum glauben. Ich bin echt überwältigt. Er sprang super das ganze Wochenende schon und hat heute einfach gekämpft mit mir. Und ich möchte ein ganz großes Dankeschön an meinen Sponsor Paul Bücheler sagen. Dann vor allem Hans Brendlin und Hansi Dreher, der mir immer hilft und mich coacht. Und natürlich auch meinen Eltern, die immer das ganze Jahr hinter mir stehen und mit mir kämpfen. Herzlichen Dank, Pia Reich. Zunächst wird die Siegerehrung nun vorgenommen vom Vorsitzenden der internationalen Jury dieser Springprüfung, dem Sportchef des österreichischen Pferdesportverbands, Herrn Ingenieur Franz Kager. Der Preis der Sponsorengruppe des European Youngster Cups wird überreicht, stellvertretend für seine Sponsorenkollegen von Herrn Gerald Markel, dem Inhaber der R34 Immobilienbesitz GmbH. Er wird begleitet vom Chef der Mephisto Amadeus Horse Indoors, Herrn Josef Göllner. Neben ihrem Pokal erhält die Siegerin einen Gutschein für ein Rennen bei der Deutschen Tourenwagen Masters 2017 DTM, gesponsert von Silberpfeil Energy Drink und Pferdegamaschen der Firma Iconic. Ein Sattelschrank der Firma Mefa und eingedeckt wurde Kiwi Dream mit einer Siegerdecke des European Youngster Cups. Und auch einen Pflegerpreis gibt es für den Pfleger des siegenden Pferdes, ein Trail Silberpfeil Energy Drink, 24 Dosen, ein Jahresabo von Horsepoint TV, ein Gutschein für eine Behandlung Equitron durch Herrn Stefan Randner und vieles mehr. The winner takes it all. Und auf dem zweiten Platz des Weltfinales des European Youngster Cups 2016 steht Coral Springs, geritten von Man-Yun Kwon, Korea. Congratulations! Der dritte Platz gehört Domburg van der Rochrie, geritten von Simon Wittmann, Deutschland. Platz 4 geht an Checkers und Maximilian Lill, Deutschland. Juanita steht auf dem fünften Platz, geritten von Laura Hetzel, Deutschland. Und der sechste Platz für Afra und Jana Vargas, Deutschland. Und ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe hier nun jenes Paar nach vorne geholt, das über die ganze Saison im Rahmen des European Youngster Cup U25 das beste Paar war. Der Sieger in der Gesamtwertung aus Südkorea, Man-Yun Kwon. Man-Yun, congratulations, you're the winner of all legs of the European Youngster Cup. Are you happy? Yeah, I'm happy and I'm happy to be here in Salzburg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sympathischer Sieger. Und es zeichnet natürlich den European Youngster Cup aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass er wirklich jetzt zur besten und weltweit anerkanntesten Nachwuchsspringsport-Serie sich entwickelt hat, mit einem Gesamtsieger aus Südkorea. Nochmal einen Applaus für unseren Gast. Die
Finalsiegerin Pia Reich und der Gesamtsieger Manjun Kwon. Congratulations again. Noch einmal die beiden.